Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich mir die Haare lang wachsen lassen wollte. Und aus diesem Winkel sieht es wirklich so aus, als hätte ich sie geschnitten, was ich auch habe, aber sie sind nicht kurz. Wenn man genau hinschaut, sieht man da hinten Zopf. Ich! Wie es dazu gekommen ist, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Ja, ich habe ein Intro. Das alte Intro. Roll the Intro! Wir haben gerade technische Probleme. Was für technische Probleme? Bist du inkompetent? Siehst du diesen großen, den roten Knopf? Genau, den musst du drücken. Jetzt. Der Knopf. Drück den scheiß Knopf! Peace Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video, was ziemlich komisch gestartet ist gerade. Falls das alles klappt, so wie es geplant hatte. Kann auch sein, dass es nicht klappt. Wie man sehen kann, falls es klappt, bin ich umgezogen. Mein Greenscreen sieht anders aus. Ist komplett anders und ich hoffe, die Qualität ist auch jetzt besser. Ich habe ein bisschen damit rumexperimentiert, wie es besser sein könnte. Das Beste, was ich rausziehen kann, nur mit dieser einen Beleuchtung da. Diese Bauarbeiterlampen, die ich da habe. Und wie kam es dazu, dass ich meine Haare geschnitten habe? Nämlich gibt es dieses Mal ganz viele Sachen in diesem Video, die ich ansprechen werde. Inklusive ein Opening, ein Unboxing. Nämlich wurde mir von NoScope diese schöne Brille zugesendet, die ich noch nicht mal geöffnet habe. Und das werde ich gleich zusammen mit euch machen. Aber erstmal Brille beiseite, denn keine Ahnung, ich bin keine Brillenschlange. Über meine Haare muss ich nicht viel erzählen. Es ist einfach spontan. Von einem Tag auf den anderen hat sie so gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, meine Haare zu schneiden, aber werd nur da machen, also drumherum und hinten so, und lass mir dann lang genug für den Zopf. Keine Ahnung, muss nicht viel drumherum geredet werden, und wen es nicht gefällt, ist mir egal. I don't care. I don't care what you think, as long as it's about you. Sorry. Einige von euch werden es wissen, ich hatte ja damals einen Nebenkanal, den ich benutzt hatte und keine Ahnung was gemacht hatte, wo ich in diesen hier inaktiv war, aber bin wieder zurück auf diesen umgesprungen und jetzt habe ich mich entschieden, da ich herausgefunden habe, dass man mit dem Handy hochladen kann, ja ich hab übrigens ein Handy, ne? Ich habe diesmal nicht mal dieses Stein-Handy, was da hinten ist, zumindest ist ein richtiges Handy, das ist wirklich ein Stein-Handy, das ist ein Smartstone, ehrlich. Diesmal habe ich ein richtiges Handy, richtig? So, guck mal. Mit Dings und alles und Apps und sowas und die Marke ist, Digga, willst du mich Ficom? Nee, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob man sehen kann, die Marke ist Ficom. Man kann es halbwegs sehen. Die Marke ist einfach Ficom. Digga, willst du mich Ficom? Wo ich herausgefunden habe, dass man damit Videos uploaden kann und aus Versehen was hochgeladen hat, was ich dann irgendwie mit dem Handy nicht wieder zurücknehmen konnte, dann dachte ich, okay, scheiß drauf. Nämlich habe ich da irgendwie Bullshit getanzt, war da mit Freunden und da war so eine Junggesellenabschiedsparty und die waren am Tanzen und da bin ich mit mal reingegangen und habe die krassesten Dance-Move rausgebracht, die ich hatte, was man gesehen hat im Video. Und ich dachte mir, okay, manchmal habe ich einfach Lust, so ein Bullshit hochzuladen und deswegen werde ich jetzt auch meinen alten Kanal umstrukturieren und lade nur solchen Bullshit hoch. Also falls ihr es euch geben wollt, dann gibt es euch, falls nicht, dann nicht. Da kommt nicht so viel dran, einfach so ein paar Sekunden Video, vielleicht eine Minute oder sowas, kommt drauf an, wo ich irgendeinen Bullshit mache. Richtiger Bullshit-Kanal wäre das. Ja, richtig passend zu mir. Bliet idinachui. Bliet. Wie heiße ich eigentlich auf Instagram? Das muss ich erst mal gucken. Jetzt, da ich das Handy habe, bin ich auf jeden Fall ein bisschen mehr aktiv auf Instagram. Ein bisschen viel aktiv. Was heißt ein bisschen viel aktiv? Regulär, regelmäßig kommt da was, ne? Instagram. Ich heiße auf Instagram MickeyWayZ_Mickey_. Kreativer Name, oder? Nein? Ein bisschen schon. Ein bisschen. Jedenfalls kamen da neue Fotos dazu und ich wurde auch darauf angesprochen, warum da 4-5 Fotos verschwunden wurden, verschwunden sind. Dieses Deutsch ist super bei mir. Super. Bliet. Ich habe da ein paar Fotos rausgenommen, weil die anscheinend nicht so angemessen waren. Dazu kein Thema mehr. Thema Handy immer noch weiter. Nächster Punkt, Snapchat. Wer möchte mich in Snapchat adden, Baby? Penisfotos all the time. Ich mache jetzt erstmal. Hey, ich mache jetzt einen Snap. Ich mache jetzt einen Snap live im Video. So, und jetzt noch den Bräunefilter drauf. Und Hashtag
Mickey Way Folge aufnehmen. Gigi. Das passt. Ich bin voll modern. Was geht ab bei mir? Pass auf, der Name auf Snapchat ist Mickey Way unterstrich Mickey. Genau wie bei Instagram, bloß halt ohne Z. Ich habe irgendwie immer den gleichen Namen. Wenn nicht das wäre, dann wäre es Gaming Mesi gewesen. Und jetzt, dass wir das alles schon mal durch haben, ihr könnt mich alle gerne dort adden. Da bin ich nämlich wirklich regelmäßig aktiv und da kommt fast täglich was, zumindest auf Snapchat. Auf Instagram kommen wochentlich mindestens 2-3 Sachen oder sowas. Das ist krass. Auf Twitter bin ich nicht aktiv, nein, das weiß ich. Werde ich auch irgendwie nie sein, ich mag Twitter nicht so sehr, sorry. Aber jetzt kommen wir zu dem Moment, wo wir alle gewartet haben, nämlich wir unboxen die Brille. Wir haben eine Box und ein Messer. Ein Küchenmesser, aber es ist ein Messer. Ganz vorsichtig. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Oh, sehr vorsichtig. Das sah bestimmt überhaupt gar nicht vorsichtig aus. Aber ich gebe mir Mühe, vorsichtig zu sein, wirklich. Ich versuche gerade nichts kaputt zu machen. Ich bin so vorsichtig wie möglich. Oh, ich kann es sehen. Messer zur Seite. Oh. Und was ist da drin? Ihr hättet nicht erwartet, Alter. Eine Brille. Voll verarscht. Was es damit auf sich hat, ist ganz einfach. Nämlich dachte ich mir vor einer Zeit lang, dass ich mir irgendwann mal vielleicht so eine Brille holen würde. Einfach aus dem Grund, weil als YouTuber, Gamer oder was auch immer verbringt man halt sehr viel Zeit am PC und ich bin eine Person, ich habe eigentlich ziemlich viel Kopfschmerzprobleme, vor allem wenn ich ganz lange am PC dran sitze. Und diese Brille ist extra dafür entwickelt, sage ich jetzt mal so, spezialisiert, dass man wegen dieser gelblichen Gläser halt nicht so viel Augenprobleme hat oder nicht die Kopfschmerzen bekommt und Augenschmerzen oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll. Ihr wisst genau, was ich meine, ne? Ihr seid sowieso alle scheiß Gamer. Ich kenne euch doch. Ihr seid faul vom PC und zieht euch jetzt dieses Video rein. Da, du, Kevin, fappt ihr nicht wieder ein. Ich weiß, ihr seht sexy aus. Auch mit der Brille. Jo. Ich sehe nichts. Hier ist ein Aufkleber drauf. Da ich mir diese Brille schon mal holen wollte, dachte ich mir, okay. No Scope sponsert Leute. Ja, und es ist ein fucking Sponsor. Ja. Ich habe dir einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie zufälligerweise was dagegen hätten. Nichts dagegen hätten. Hör auf, Handy! Jetzt nicht! Ich bin beschäftigt. War locker wieder auf Snapchat. Halt Schnauze! Was ist mit dir los? Alles klar, Dani. Ich mach noch schnell die Mickey Way-Folge zu Ende und dann komme ich zu dir. Willst du was sagen? Schick eine Sprachmemo. Ich hab NoScope einfach mal angeschrieben, ob die nichts dagegen hätten, vielleicht ein Sponsor-Sip mit mir einzugehen oder mich zu sponsern. Und das Ergebnis war unglaublich, die haben ja gesagt und haben mir jetzt diese Brille zugeschickt. Die hat zwar etwas länger gebraucht, um zu schicken, aber anscheinend bin ich jetzt offiziell ein Noscoper. Sieht aus wie so ein Italiener, Bitch, oder so. Und so sieht's dann aus. Bitch, please. Sieht nicht mal so schlecht aus. Steht mir die Brille? Schreibt in die Kommentare. Jedenfalls ist es so, mit dieser Brille sieht man alles gelblich, erstens. Sehe ich auch sowieso mit diesem verdammten Scheinwerfer. Hier kommen auch noch weitere Sachen dazu. Hier ist auch nur so ein kleiner, boop, boop. Ich bin von NoScope. Und du? So viel. Guck, ich habe eine Taschenmuschi dazu bekommen. Das ist ja mal voll genial. Eine NoScope-Taschenmuschi. Und halt, Dings zum Saubermachen und sowas. Jedenfalls, wenn ihr mich unterstützen wollt, das ist ja die geile Sache, nicht nur, dass ich eine Brille bekomme, sondern ist es so, wenn ihr eine Brille haben wollt, Vielmann, nein, NoScope-Brille haben wollt, vergisst Vielmann und isst und trinkt auf jeden Fall ganz Vielmann, denn das ist gut für die Gesundheit. Und unten in der Beschreibung ist auf jeden Fall ein Link, das ist mein persönlicher Link. Wenn ihr auch so eine NoScope-Brille haben wollt, dann könnt ihr über meinen persönlichen Link selber so eine Brille bestellen. Ihr bezahlt kein bisschen mehr, die Sache ist einfach, ich bekomme einen kleinen Anteil davon, ich glaube ich bekomme 5% von jedem Einzelnen, der halt über meinen Link halt einen Einkauf macht. Und das ist ganz witzig und ich hoffe, dass ich irgendwann mal Millionär bin. Aber realistisch gesehen habe ich in 2 Jahren vielleicht, also von hier aus in 2 Jahren vielleicht 1 Euro draus gemacht.
ist schon mal etwas. Jedenfalls, ich habe das Gefühl, die von Noscope wissen nicht, wie man in Deutsch spricht. Deswegen jetzt bringe ich einen ganz guten englischen Satz mit meinen super Englischkenntnissen und bedanke mich einmal bei Noscope. Thank you for the sponsorship and thanks for sending me this. I don't know what the fuck this is. It's a pocket for the glasses, I think. So, thank you for the glasses, thank you for the sponsorship and thank you for that thing. It's cool, it's awesome. I put my penis inside there. Ich glaube, das wollten die nicht hören. Wer jetzt kein Englisch kann, ist klar im Nachteil. Und dazu, ein Freund von mir war hier und hat meinen Doritos-Dips leer gefuttert. Es ist leer. Ja, das kann man nicht mehr wirklich rausraspeln. Danke dafür, Abraham. Ich fick dich, wenn ich dich sehe. Ich habe noch Gameplays, die ich noch schneiden muss. Ich habe noch mindestens 5 Stunden Videomaterial, die ich cutten muss und die ich schneiden kann. Sag mir nicht, es ist too late, weil sonst zitiere ich jetzt einfach mal 3 Days Grace, ja? It's not too late, it's never too late. Und wenn ich Bock drauf habe, dann schneide ich das und lade das hoch. Aber momentan ist es so, dass ich öfters rausgehe und ein bisschen mehr Zeit mit Personen verbringe. Was ich lange nicht mehr gemacht habe und mich ein bisschen viel zu Hause eingesperrt habe. Und ich möchte mich jetzt mal wieder so ein bisschen rausleben. Also so ein bisschen rausleben und ein bisschen rausleben. Ihr habt's kapiert. Macht es auch. Genießt die schöne Sonne. Heute regnet es übrigens. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ich hol mir jetzt einen Döner. Ne? Gucken wir, ob Dani geantwortet hat. 17.17 Uhr übrigens. Dani, du hast nicht geantwortet. Jetzt bist du nicht mehr im Video. Tut mir leid. Wir holen uns jetzt einen Döner. Ich komme jetzt. Das bedeutet, dieses Video wird später bearbeitet. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Das war echt mies.